Heute machen wir etwas ganz Cooles. Und zwar hier haben wir meine Freundin Donja und unseren Freund Lauri. Und wir machen heute gemeinsam das hier. Aber bevor es losgeht, gibt es noch ein paar Einweisungen. Los geht's. Bisschen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich auch nicht. Wir müssen schnell lernen, wie man mit kleinen Bewegungen seinen Körper beim Fliegen steuert. Füße anheben ist leicht. Und das geht eigentlich auch. Nur so kann man natürlich nicht fliegen. Das geht nur im Windkanal. Und jetzt kriegen wir schon unseren Anzug. Der ist nicht zu groß, weil sonst flatter ich wie so ein Vogel, der einen zu großen Mantel anhat. Und darfst du mit den Schuhen dort zu fliegen? Ich weiß, muss ich raten. Okay, muss man nachfragen. Aber er hat gesagt, die Schuhe gut zubinden, weil sonst fliegen die weg. Aber er hat noch dazu gesagt, das ist keine Option. Oh, ich kriege einen blauen Anzug. Dabei wollte ich einen pinken. Egal. Einfach anziehen. Ja, gleich über die ganze Kleidung. Ach, ich fühle mich wie in einem Skianzug. Da fängt sich aber der Wind gut und dann kann man hochfliegen. So, jetzt zu den Schuhen. Der Instruktor hat gesagt, ganz fest zu machen. Ich kann das nicht zumachen. Warum nicht? Weil ich nicht mehr drin bin. Dann frag ihn, ob du Schuhe haben kannst. Ja, Frau, komm, wir gehen dran. Sie muss die Schuhe zumachen, aber das ist so groß und da kann sie nicht zumachen. Geht das ohne Schuhe? Was ist denn Schuhgröße? 30, glaube ich. 31. Oder Hier. Ganz praktisch, die haben schon vorgedacht. Warum kann man eigentlich nicht mit den Axt? Weil die auch sonst davon fliegen, die haben einen zu lockeren Hals, glaube ich. Stimmt. Weil ich hätte heute auch noch die Axt angezogen. Zum Glück nicht. So langsam wird's spannend. Hier werden noch unsere Ohren vor dem Wind sicher gemacht. Okay, so. Ah, ich höre nichts mehr. Dann können wir jetzt nur noch in Zeichensprache reden. Schutzbrille und einen Helm gibt's auch noch. Aber mein Helm ist mir noch ein bisschen zu groß und meine Brille schlägt auch vor. Während wir noch Feinjustierungen an meinem Outfit machen, zeigen uns die Profis vom Windkanal, was sie alles können. Schaut echt cool aus. So, jetzt sind wir gleich dran. Owen macht den Anfang und sie macht das echt super.
gemacht. Als nächstes ist unsere Freundin Donja dran. Die macht es auch cool. Und Lauri natürlich auch. So, jetzt bin ich dran. Bin schon gespannt. Huch, das fühlt sich am Anfang lustig an. Aber dann ist es ein echt mega Gefühl. Wie wenn man durch die Wolken fetzt. Ein cooles Feeling. Schaut mal, drehen kann ich mich auch schon. Jetzt erstmal Helm und Brille weg. Ich hab darunter ganz schön geschwitzt. Ah, ich kann wieder was hören. Sonja, wie hat es dir gefallen? Es hat Spaß gemacht, oder? Am lustigsten fand ich immer unsere Gesichter, die alle. Und Lauri, wie hat es dir gefallen? War es cool? Ja. Hä? Also mir hat's gefallen. Dir auch? Ja. Wir haben jetzt alle einen Abdruck von der Brille. Habe ich einen starken Abdruck? Ja, geht so. Ich? Ja. Ich? Geht so. Puh, bis wir das hier können, wird es wohl noch einige Trainingseinheiten geben. Aber es hat echt dolle viel Spaß gemacht. Schaut mal, ganz rauf und Landung. Also wir sind jetzt wieder zurück vom Fliegen. Es war richtig cool, das müssen wir auf jeden Fall wieder mal machen. Wir haben sogar alle so ein Zeugnis, eine Urkunde bekommen. Ja. Und wir gehen ganz bestimmt wieder mal zusammen fliegen, oder? Ja.